Mit 14 habe ich mir meine erste Hose genäht, weil meine Mutter hat Hosen genäht für uns und die gefielen mir nicht. Und sie wollte aber nie so nähen, wie ich das gerne hätte. Und dann bin ich selber angefangen. Und dann habe ich immer gemerkt, es macht Spaß, sich Sachen zu nähen, die andere Leute nicht haben. Und so fing das eigentlich an. Ich habe dann nach dem Abi gedacht, was mache ich jetzt? Mode oder Mathe? Mathe war eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Dann habe ich erst Mathe studiert, aber relativ bald gemerkt, dass es nicht das ist, was ich möchte. Und habe dann quasi die Moderichtung eingeschlagen. Ich glaube, das, was meinen Job ausmacht und was wirklich Spaß macht, ist die Vielfalt, die ich mache. Also ich hatte am Anfang überlegt, mich zu spezialisieren auf Brautkleider zum Beispiel. Aber es wäre langweilig geworden irgendwann. Immer das Gleiche. Und das habe ich Gott sei Dank gar nicht. Ich habe nach dem Mathestudium oder nach dem abgebrochenen Mathestudium erst meine Ausbildung zum Damenschneider gemacht. Dann habe ich eine Weiterbildung zum Schnitttechniker gemacht. Und dann habe ich noch überlegt, dass ich gerne studieren möchte, habe Modedesign studiert und habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten. Erst als Designer, 5 oder 6 Jahre. Dann sind wir ausgestiegen, mein Mann und ich, haben ein halbes Jahr in Australien verbracht. Da habe ich ein bisschen genäht im Atelier. Und habe da wieder Spaß am Nähen bekommen. Und als wir zurück waren, habe ich dann gedacht, ich möchte gern das wieder weiter probieren und habe dann quasi mein Atelier gegründet. Ich war erst zu Hause, gut ein Jahr, in einem ganz kleinen 10 Quadratmeter Raum, was funktionierte am Anfang. Und dann habe ich dieses Atelier gefunden und bin seit 17 Jahren jetzt hier. Ich bilde seit 6 Jahren aus, habe im Moment 3 Auszubildende, ne, 4 Auszubildende sogar. Bis zu den 70er Jahren gab es halt gerade in Köln 1500 Herrenschneider oder 1500 Maßschneider. Hat sich total reduziert. Es gibt die Kunden nicht mehr, die wirklich richtig viel Geld für einen maßgeschneiderten Anzug bezahlen wollen. Es gibt aber auch die Kunden nicht mehr, die sagen, ich trage jetzt den Anzug 10 Jahre lang, sondern durch die schnelllebige Mode kann man halt mal eben schnell eine Hose kaufen, die muss ein halbes Jahr halten und dann gibt es die neue Hose. Es ist ja alles viel, oder die Mode selber ist ja viel schnelllebiger geworden. Es gibt aber immer noch Kunden, die auch eine gute Qualität schätzen, die auch noch zum Schneider gehen, die sich vielleicht für bestimmte Anlässe was nähen. Aber ich glaube nicht, dass es. Also es gibt nur noch ganz wenig Kunden, die auf sehr, sehr hochwertige und sehr teure Maßarbeit Wert legen. Wenn ich Aufträge für Privatkunden oder für andere Kunden mache, versuche ich mich in die Person reinzuversetzen. Was steht da gut und was möchte sie. Viele Kunden wissen nicht, wenn sie kommen, was sie haben möchten, aber viele wissen, was sie nicht tragen würden, was der einfachere Weg ist oder wenn man so das Pferd von hinten aufzäumt. Und dann versuche ich halt dann das umzusetzen mit dem, wo ich mir denke, das ist eine gute Idee für die. Ja, meistens funktioniert es. Also das mit dem Schminken hat sich im Chor ergeben. Ich singe seit 30 Jahren in Chören und in schwulen Chören und war aber nie als Mann auf der Bühne, sondern immer nur als Frau oder bisher geschminkt. Und naja, ich schmink mich seit 30 Jahren, mehr oder weniger gut oder schlecht, wie auch immer. Und das hat sich so entwickelt. Ich wollte eigentlich auch immer Sänger werden,
Schon als Kind wollte ich Sänger werden. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Tenor. Wäre, glaube ich, auch, wenn er jetzt leben würde oder jetzt in den 50ern wäre, irgendwie ein guter Opernsänger geworden. Aber in den 50er, 60er Jahren, da gab es das irgendwie, also die Möglichkeiten hatte er nicht. Und ich habe ganz früh schon klassische Musik geliebt oder meine Liebe zur klassischen Musik entdeckt und wollte immer Opernsänger werden. Habe aber schnell gemerkt, dass meine Fähigkeiten nicht ausreichen und habe dann, naja, immer in Chören gesungen. Ich habe vier Chöre gegründet mittlerweile. In Münster habe ich in Homophon gesungen, im schwulen Männerchor in Münster, habe den dann irgendwann auch geleitet. Habe in Trier, als ich in Trier studiert habe, Tuktett und die zwei Sibyllen gegründet. Und in Köln habe ich dann die fetten Koketten Soubretten gegründet. Und danach als gemischten Chor, Schwule und Lesben, Herren mit Damen. Ich singe total gerne und ich singe gerne im Chor. Und ich bin keine Rampensau, gar nicht. Also ich verstecke mich hinter meinem Outfit und hinter meinen Kleidern. Und ich denke, das, was wir auf der Bühne machen, ist ganz gut. Darum bin ich mit einer relativen Sicherheit auf der Bühne. Also ich würde nie auf die Bühne gehen und irgendwie ein Soloprogramm performen. Das wär gar nicht meins. Also ich kann halt gut arrangieren, denke ich, und ich kann ganz gut den Chor leiten und ich kriege den Chor auf einem gewissen Niveau, dass man damit auftreten kann. Aber ich habe für diverse Tanzcompanies oder Kompanien in Münster und hier in Köln Kostüme gemacht. Ich habe für eine Mixed Able Dance Company, DINA 13, mache ich seit 15 Jahren die Kostüme. Ich mache für den Karneval, für die Showtanzgruppen Kostüme. Also ein richtiges Stück ausgestattet. Nee, eigentlich nicht, aber für so Tanzstücke mache ich schon. Also dass ich die ausstatte, ja. Ja, es muss funktionell sein. Also auffallen ist gar nicht das Wichtige. Ich versuche immer mit meinen Kostümen das Stück zu unterstützen und zu unterstreichen und die Charaktere der Tänzer auch auszuarbeiten. Also ich mache da keine Modenschau auf der Bühne, sondern ich versuche schon, mich dem Stück unterzuordnen. Ich habe selber mal getanzt in meiner Jugend und da sind wir auch ein bisschen aufgetreten und da weiß ich halt, wie Kostüme funktionieren müssen. Ich bin, glaube ich, auf den zweiten Blick fällt irgendwas auf. Also ich mache das ja nicht immer so, dass ich schreiend irgendwie was Wildes, Pinkes anhabe, sondern oder meine Mode ist, glaube ich, so, dass man genauer hingucken muss und dann sieht man Besonderheiten und Details. Und das ist, glaube ich, mit den Sachen, die ich für die Bühne mache, genauso. Und das ist, glaube ich, auch mit meinem Auftreten auch so. Ich bin ein ruhiger Mensch, aber ich bin dann doch vielfältig und tiefgreifend auch, vielleicht kann man das so sagen. Also wir haben uns im Chor kennengelernt in Münster bei Homophon. Manfred war der Choreograf oder hat uns in Szene gesetzt für einen Auftritt. Und ich hab gesungen, ich fand ihn ganz schrecklich am Anfang. Er war sehr ökig, rosa gebarteltes T-Shirt, grüne Jogginghose, breiter Gummigürtel. Ich habe gerade meine Lehre angefangen, war sehr modebewusst und es passte gar nicht. Und wir haben uns dann aber irgendwie kennen und schätzen gelernt und irgendwann ineinander verliebt und das hält jetzt seit 31 Jahren. Und wir haben natürlich sehr viele verschiedene Interessen gehabt oder gegenseitige Interessen, die nur der eine oder nur der andere hatte. Aber ich glaube, dass wir uns sehr geöffnet haben. Natürlich haben wir nicht komplett die Interessen des anderen aufgenommen. Das muss ja auch gar nicht sein. Aber wir schätzen, wenn der andere was macht. Wir bestärken uns immer. Und ich sage ja immer, ab und zu braucht man so einen Blick von außen, weil man so in seinem eigenen Topf kocht und nicht mehr rauskommt. Und Manfred hat dann einen sehr, sehr neutralen Blick, den ich nicht immer mag, wenn er dann Sachen sagt, da ist jetzt zu viel drauf oder mach das lieber so und so. Das gleiche mache ich bei ihm. Also er macht ja auch viel mit Musik, komponiert und dichtet und vertont seine Sachen. Und da gebe ich ihm dann aber auch schon mal, oder sage ich ihm schon mal, du, das passt jetzt gar nicht, mach da die Melodieführung anders oder mach das einfacher, es ist viel zu kompliziert, was du tust. Das gleiche sagt er bei mir auch, ich bin viel zu oft zu kompliziert. Wir befruchten uns gegenseitig, lassen uns aber auch ganz viel Freiraum. Ich bin eigentlich jeden Tag glücklich mit dem, was ich tue.
Also ich fahre super gern zur Arbeit. Ich habe tolle, tolle Azubis. Es macht mir wirklich viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ich merke, dass die Azubis, die ich habe und auch viele andere, die ich nicht habe, die ich haben könnte, total Lust dazu haben, Schneider und oder Maßschneider und Maßschneiderin zu werden. Und ich kriege jede Woche 2 bis 3 Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle, die ich würde sie alle nehmen, ich kann aber nicht. Und das macht mir total Spaß. Ich und meine Kollegin haben so gerade ein bisschen mal grob den Gedanken durchgespielt, wie das wäre, wenn man eine Schule für Auszubildende oder eine Schneiderschule für Auszubildende gründen würde. Das ist ein Ding, was mir wirklich Spaß machen würde. Ich bin ein ruhiger Mensch, ja.